Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Mario Dawn to Darkness und es geht ähnlich weiter wie es vorhin. Ach du Scheiße, ach du Kacke, lol, was da alles von oben kommt. Wie es vorhin begonnen hat, in dem Schloss zumindest, vom Grafikdesign her. Alter, weg, weg mit dir, boah. Ich finde ja einfach nicht, doch, jetzt geht's. Lol, ich kann fliegen hier. Ja, wer hätte damit gerechnet? Und ich habe sogar raus, wie ich an Höhe gewinne. Das ist ja wohl nice. Okay, so nicht. Aber immerhin. Oh, da gab es einen One-Up-Pilz links in der Ecke. Aber egal. Lol. Was soll das denn? Ah, after some investigation, Mario has found a peculiar switch. Red blocks can now be used. Ich erinnere nämlich, genau, dass in dem Level da rechts im Areal, ich zeige das gleich nochmal her, genau da, der große, fette, rote Punkt, da kann ich das nämlich benutzen. Aber jetzt ist die Frage, also da brauche ich diese Blöcke, um das Schlüsselding frei zu machen, okay. Ja, continue and save. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob ich das muss tatsächlich oder ob es noch einen alternativen Weg gäbe. Ja, ich bin darauf angewiesen. Ja, da müssen wir nochmal in die Blind Eye Caverns und hier den Schlüssel finden. Was eine zugegebenermaßen behinderte Aufgabe ist. Das darf man das so sagen mal? Ich meine, ich habe das Level vorhin ja schon recht gut untersucht gehabt. Und diesen behinderten Schlüssel einfach nicht gefunden, Mama. Okay, da links oben war er auf keinen Fall. Das Level erforderte von mir, lass mich nachdenken, dass ich auf jeden Fall... Lol. Dass ich dieses Trampolin mitnehme, ne? Ah, Röhre gefunden. Bitte, bitte, lass es hier den Schlüssel geben. Meine Motivation, den jetzt noch eine halbe Stunde lang zu suchen, ist nicht so groß. Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht. Das macht es nur wahrscheinlich, dass es ihn hier am Ende dieses Korridors gibt. Hep und hep und hep und... Ah. Lol. Da ist nämlich ein Solid Block. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hier bin. Nein! Ah, jetzt ist die Feder da noch oben. Hier vielleicht? Nein. Hier unten? Nein. Lol, wo soll der denn sein, bitte? Shit. Also, dann gab es hier nicht mehr als ein Power-Up? What? Gut, damit will ich, muss ich, soll ich leben. Aber jetzt bin ich hier schon wieder. Hier gibt es zumindest auch keinen Schlüssel. Lol, Ninji, stirb. Ach Gott, was ist denn los heute? Ich verdrück mich andauernd. Okay. Wir machen erstmal das Licht an. Vielleicht fällt uns dann ja doch noch was auf. Und das Level nervt mich einfach, weil ich mich kaum rangieren kann. Boah. Ist das ätzend. Lol. Ficken. So. Egal, wozu wir es brauchen, wir nehmen das Trampolin mal mit. Also ich weiß natürlich, wofür wir es brauchen, aber... Also ich glaube nicht für den Schlüssel, aber wir nehmen es trotzdem mit. Und, ach ja, genau, hier ging es nicht rein. Da in der Mitte war nichts, da unten war auch nichts. Hier gibt es auch keinen Schlüssel. Gut, das heißt, das Gebiet bis hierhin ist abgegrast und wir haben soweit nichts gefunden. Ja, diese blöden Bridges können mir mal gestohlen bleiben. Der Pilz auch gerade irgendwie. Ja, okay. Nein, hier werde ich auch nicht fündig. Scheiße! What the fuck? Ah, vielleicht gibt's auch den... Ja, okay, das könnte noch eine Möglichkeit sein, dass es den Schlüssel da im selben Areal gibt, aber weiter hinten, ne? Und mich das hier nur irgendwie hart verwirren soll, was es zugegebenermaßen tut. Boah, und ich will einfach nur das Level beenden, ne? Hier vielleicht noch ein Schlüssel? Nein. Ich verzweifle, ich schon bin. Ba, 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 ba. Lol, Ninji. Okay, auch kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel.
dann. Hoppala. Jetzt ist die große Frage. Verliere ich? Nein, ich verliere mein Blatt nicht. Das will ich unbedingt nämlich noch behalten. Für, oh, wer weiß wann. Aber Moment, mit der Feder könnte ich... Ich probiere es mal. Jetzt müssten wir nämlich da sein, jawohl. Und können... Ach genau, der Schlüssel lag hier. Ach, ich bin ein Trottel. Das war ja gar nicht der Weg zum Schlüsselloch, sondern der Weg zum Schlüssel, den ich mir machen musste mit den roten Blocken. Pff. Super, Brain AFK. Happens. Ink River Run. River Run klingt gar nicht so schlecht. Lol. Schon gleich eine Röhre gefunden. Das ist immer ein bisschen suspekt. Okay. Brauche ich die Shell für irgendwas? Ich check's gerade ehrlich gesagt nicht. Was ist denn da drunter? Dass das so bewacht wird. Komm, Mario. Lol. 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 Lol, 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 lol. Okay. Ja gut, jetzt haben wir wieder eine Feder. Also keine Feder. Warum sage ich denn dauernd Feder? Ich meine, das ist natürlich falsch, sondern... Lol, wie ich zu blöd bin, hier rauszukommen. Sondern ein Blatt, das aus SMB3... Boah, ficken mich diese Level einfach hart, ne? Jetzt muss ich wieder eine Röhre aussuchen. Deshalb spiele ich nicht Mario, ganz ehrlich. Ich spiele Mario, weil ich mich frei bewegen können will. Und nicht so ein Bullshit hier, wo ich dauernd aufpassen muss und alles. Ist doch wahr. Hep. Obwohl das Level natürlich schon seinen Charme hat. Für sich genommen, ja? Für sich genommen. Wohl bemerkt. Lol, okay, jetzt bin ich hier wieder. Nein! Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Ich gehe mal davon aus, dass es da oben dann nirgendwo weiter... Also... Ja, dass es halt hier weitergeht. Lol. Wie auch überall runterfällt, meine Güte. Ich denke mal nicht, dass er mich hier hochfliegen lässt. Der kleine Mongo. Lol. Obwohl, wenn ich so versuche... Ach nee. Dann fällt er da runter. Ja, das könnte vielleicht funktionieren unter Umständen. Ja, okay. Ich glaube aber, dass ich dann echt jeden Anlauf brauche. Nein, ich probiere es erstmal so, wie es gewollt ist. Wahrscheinlich mit einem Sprungbrett. Dass ich gleich hier... Boah, Alter. Alter. Dass ich gleich hier am Ende finden werde. Kommt es vielleicht hier raus? Nee. Hm, soll ich da gar nicht hoch vielleicht? Trollolol. Boah, wie mir... Ich schaff das mit Sprung. Ich schaff das. Alter. Ja, sicher geht doch. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Moment. Bin ich ja am Level Anfang? Nicht im Ernst, oder? What? Nee, oder? Ich brauche einen P-Switch hier. Der hier versteckt ist, okay. Lol. Dann drücken wir den mal. Um jetzt, Entschuldigung, wo lang zu kommen? Geht doch. Lol, jetzt bin ich hier unten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. What? Okay. Moment. Ist da oben vielleicht das Rätselslösung? Ah, ha.
Wenn ich jetzt nicht weiß, ob mir das wirklich weiterhilft. Doch, tut es. Nee, da komme ich runter. Der Pfeil zeigt auf jeden Fall in diese Richtung. Was ich immer weniger nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Okay, da ist auf jeden Fall Ende. Ist das ein behindertes Level? Ja gut, dann probiere ich es nochmal da oben. Aber na, das hat doch auch jetzt zu nichts geführt. Hier muss irgendwo der Fehler im System sein. Okay. Ich... Boah, weiß gerade nicht, was los ist. Aber hier war ich vorher noch nicht, deshalb gehe ich hier mal weiter. Und da ist das Ziel, juhu! Ich hatte mich gerade auch schon einen Moment gewundert, ohne das verbalisiert zu haben, denn ich habe ja eigentlich, also das Ganze hieß ja River Run und da habe ich schon irgendwie einen Fluss erwartet, ergo habe ich Wasser erwartet und da haben wir es endlich. Lumpy Hills, ich will hier raus aus der Höhle und deshalb gönne ich mir noch ein Level, das ich überfliegen werde, auf jeden. Easy peasy einfach. Okay, ich komme nicht drüber. Es war ein Versuch wert, mal ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Freunde mache hier, bei den Leuten, die mir so ab und an mal zuschauen. Das zu überfliegen. Lol, was ist... What the fuck, was geht hier denn ab? Komme ich hier nicht durch? Moment, was sind das für eine Struktur hier? Okay, da geht's auch nicht raus. Ja, liebe Leute, das war's dann mit Mario Dawn to Darkness. Nee, noch nicht aufgeben. Help. Nein, wieso dreht er denn da um, da oben? Nee, da ist kein rüberkommen. Okay, dann hätte ich noch einen Try, den ich hier machen könnte. Nee. Aber da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Also wenn ich da rüberkommen könnte, ne? Dann wäre der Hack vielleicht noch nicht zu Ende. Aber hier geht es definitiv nicht weiter. Ne, keine Blöcke, die ich irgendwie kaputt machen könnte. Ist das beabsichtigt eigentlich? Oder ist der Hackersteller einfach ein bisschen behindert? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Start Select bringt mir hier auch nichts. Ich probiere es noch einmal hier irgendwie zu fliegen. Nee. Invisible Blocks wäre noch eine Möglichkeit. Ach Mensch, das wäre schade, wenn der Hack zu Ende ist. Ich komme da nicht hoch. Ba-ba-ba-ba-ba. Okay, Moment. Kann ich... Nee, da komme ich auch nicht dran vorbei. Nee. Nein, kein rüberkommen. Kann ich da reinglitschen? Nee. Okay, nochmal mit Speed. Nee, da komme ich auch nicht rein. Shit. Das will ich aber nicht unversucht lassen. Ich könnte hier noch einen Run probieren. Nein! So, und da, ja, genau. Da müsste ich dann irgendwie anfangen hochzufliegen. Um zumindest rauszufinden, ob es da oben weiter ginge. Natürlich für nichts garantieren. Yep. Nee. Okay, dann muss ich mich wohl leider töten. Jetzt ist die Frage, geht es nur an diesem Punkt nicht weiter, nur an diesem Level? Oder aber hört der Hack hier gänzlich auf? That's all, folks. Lol. Der meintet ernst. Obwohl. Lakita Island. Closed.
Ist das ein Level? Lakitus populate the Acrylian Forest. They hide in the foliage, so make sure to watch for them behind the trees, okay? Ba, 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 ba. Lost Woods, und zwar die Lost Woods aus A Link to the Past vom Super Nintendo. Ah, herrlich. Immer wieder ein Highlight in Zelda, ne? Das ist so unglaublich. Auch was diese Musik ja für einen Impact hatte auf mich. What? Was ist das denn? Geht's hier rein? Nee, das soll wahrscheinlich einfach nur Ranken darstellen. Lol. Er meint's ernst. Oder kann ich mir die Wolke da oben snacken? Gibt's noch einen höheren Punkt, wo ich ihn kriegen könnte? Nee. Nee. That's all, folks. Ja, so sieht's wohl aus. Ja, das tut mir leid. Ich schaue mir aber trotzdem mal an, was da noch für Level kommen oder ob man da noch irgendwas sehen kann. Das wäre echt schade, wenn es jetzt schon zu Ende wäre mit Mario Dawn to Darkness Closed. In der Tat, das ist einfach Closed und Shining Dawn. Oh, Abspann. Thank you for playing our game. Na gut, dann kommen jetzt noch ein paar Credits. Made by Jana Manka Bantoleon Raezek Kaeru Kilo Subsystem, bla 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 bla. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Okay, noch ein paar Chucks. Ist natürlich dem Original SMW Outro nachempfunden, wo auch nochmal so ein paar Mobs präsentiert werden oder wie auch hier Gegenstände. Da noch ein Hammer, Bruder. Wie der aussieht. Boah, herrlich. Das hat jetzt nicht den Charakter von, boah geil, du hast das Spiel geschafft, sondern es hat so ein bisschen sowas Melancholisches, diese Musik mit den blauen Farben und so und passt daher natürlich auch besser zum Titel als manches Happy-Fun-Outro. Mario, Dawn to Darkness, liebe Leute, ich bin Daniel und der Hack ist an dieser Stelle zu Ende. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Mich würde noch eure Meinung interessieren, was ihr über den Hack denkt. Also ich glaube, ich habe oft genug zum Ausdruck gebracht, was meine Meinung zu ihm ist. Dass ich ihn eben wirklich sehr, sehr gut fand. Auch so vom Balancing her und was die Levelbenennung und das Grafikdesign und so alles insgesamt angeht eigentlich. Aber ja, negativ ist halt, dass er hier zu Ende ist und damit dann schließlich auch dieses Let's Play. Damit bis zu einem neuen Projekt. Ciao, ciao.